So spürst du, dass dein Leben eine massive Veränderung durchmachen wird. Bereit für den nächsten Level? Das Leben ist ständiger Wandel. Nichts bleibt auf Dauer gleich, weder das Gute noch das Schlechte. Die Phasen des gemütlichen Treibenlassens können sich durchaus über Monate und Jahre hinziehen, aber irgendwann wird es Zeit für einen Tapetenwechsel. Vieles von dem, was uns passiert, können wir selbst steuern oder zumindest in die gewünschten Bahnen lenken. So manches allerdings erwischt uns eiskalt und gänzlich unvorbereitet. Ein paar Hinweise schickt uns das Schicksal, damit wir nicht völlig ahnungslos auf den nächsten Level katapultiert werden. 5 solche Anzeichen zeigen wir dir in unserem heutigen Podcast. Nummer 1. Synchronizitäten zeigen sich dir überall und immer öfter. Das scheinbar zufällige Aufeinandertreffen von Ereignissen ist immer ein Zeichen dafür, dass Bewegung in unser Leben kommt. Wer spirituell geerdet ist, weiß, es gibt keine Zufälle im Leben. Hier fällt uns das zu, was schlichtweg fällig ist. Manchmal winkt das Schicksal mit solchen Ereignisketten, auf die wir uns im ersten Moment gar keinen Reim machen können. Erst mit der Zeit dämmert uns, dass uns ein Weg vorgezeichnet wurde, dem wir folgen sollen. Erstaunlicherweise bekommen wir immer jene Chancen und Gelegenheiten präsentiert, die wir gerade gut gebrauchen können. Wer dann noch an Zufall denkt, hat die Arbeitsmethoden des Universums nicht begriffen. Zum exakt richtigen Zeitpunkt treffen wir wichtige Kontakte, die uns ein berufliches Vorwärtskommen ermöglichen. Oder wir begegnen einer alten Liebe wieder und stellen fest, da geht noch was. Vielleicht erkennen wir aber auch nur an vielen mehr oder weniger deutlichen Zeichen, die uns jeden Tag ereilen, dass Zeit für Neues wird und wir uns wappnen sollten. Nummer 2. Es scheint so, als ob alle Gefühle gleichzeitig über dich hereinbrechen. Ein Perspektivenwechsel kündet sich oftmals durch ein echtes Wechselbad der Gefühle an. Freude und Kummer, Trauer und Wut, Angst und Scham geben einander dann im Sekundentakt die Klinke in die Hand. Wir merken wahrscheinlich selbst, dass ein solch extremes Auf und Ab von Emotionen sehr untypisch für uns ist. Was uns unser Unterbewusstsein hier überdeutlich mitteilen möchte, ist Folgendes. Es wird in nächster Zeit zu Turbulenzen kommen. Also sei bereit dafür und stell dich deinen Gefühlen. Du wirst sie brauchen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Bevorstehende Veränderungen sind nichts, das unser Verstand erahnen könnte. Unsere Intuition hingegen kann diese Welle sehr wohl kommen sehen. Sie reagiert mit dem einzigen Mittel, das ihr zur Verfügung steht und warnt uns mit einem regelrechten Gefühlstsunami vor, dass bald kein Stein mehr auf dem anderen bleiben wird. Nummer 3. Deine gewohnte Routine bekommt Risse. Manchmal werfen neue Verhältnisse ihre Schatten in kleinen, überschaubaren Dosen voraus. Deine festgefahrene Routine etwa fühlt sich plötzlich an wie ein zu eng gewordenes Korsett. Du rebellierst innerlich förmlich dagegen, dich täglich in dieses Geschirr spannen zu lassen wie ein Maultier, das die Lasten aller anderen trägt. Sukzessive beginnst du dein Leben zu hinterfragen und welchen Sinn dieses ewig gleiche Dahintümpeln in brachliegenden Gewässern noch hat. Jede Gelegenheit, aus diesem Hamsterrad auszubrechen, nimmst du dankend an. Nur soll möglichst kein Tag mehr so sein wie der andere. Hier zieht dein Unterbewusstsein am Ärmel deiner Wahrnehmung und möchte sich Gehör verschaffen. Bald schon wird alles anders und das kann man jetzt schon erkennen, wenn man sensibel und offen dafür ist. Streng genommen ist jede Form von Routine so etwas wie ein Schutzpanzer, den wir uns mit den Jahren aneignen. Wenn alle Tage gleich sind, bleiben unangenehme Überraschungen außen vor. So denken wir jedenfalls. Doch das Leben wäre nicht das Leben, wenn es so einfach gestrickt wäre. Nummer 4. Du lässt den Dingen einfach ihren Lauf. Ein gutes Zeichen ist es manchmal, wenn wir die Kontrolle zu verlieren scheinen. Plötzlich überholen uns die Ereignisse und alles um uns herum scheint uns zu entgleiten. Die meisten von uns denken dabei sofort an Kontrollverlust und daran, mit der Lage überfordert zu sein. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Indem wir den Dingen ihren Lauf lassen, ordnen sie sich von selbst gänzlich neu.
Für so manche unpopuläre Entscheidungen fehlt uns ohnehin der Mut und nicht alles, was diese Eigendynamik mit sich bringt, können wir jetzt schon als positive Entwicklung betrachten. Doch am Ende wird alles gut. Der Domino-Effekt wird seine Wirkung nicht verfehlen, auch wenn es sich zu Beginn sicher so anfühlen wird, als ob wir von unserem eigenen Leben gnadenlos überrollt werden. Mit dieser Stufe der Weiterentwicklung haben vor allem diejenigen unter uns Probleme, die gern die Zügel fest in der Hand behalten. Wer ohnehin daran glaubt, dass höhere Mächte jeden Tag ihre Finger im Spiel des Lebens haben, wird sich diesem Ratschluss eher fügen müssen. Nummer 5. Was dir früher wichtig war, bedeutet nun nichts mehr. Wenn sich unser Leben ändert, nimmt es unsere Prioritäten gleich mit auf die Reise. Viele Menschen beobachten diesen Automatismus, wenn sich markante Wendepunkte abzeichnen. Beispielsweise zählen materielle Güter und finanzielle Sicherheit nicht mehr so sehr wie früher. Begriffe wie Freiheit oder Unabhängigkeit laufen ihnen den Rang ab. Oder wir möchten um jeden Preis mehr Zeit zur freien Verfügung und tauschen dafür gesellschaftliche Verpflichtungen ein, die wir früher ganz dringend für unser Selbstvertrauen und unser Statusdenken gebraucht hätten. Solche Tauschgeschäfte mit dem Leben sind immer eine gute Idee. Wir verändern uns mit jedem Jahr, das wir hier auf Erden wandeln. Große Veränderungen finden alle 7 Jahre statt und diese ziehen sich hindurch bis in die Zellen unseres Körpers. Was früher wichtig war, erscheint uns angesichts neuer Entwicklungen plötzlich sekundär. Es wird Zeit für Neues, wenn wir das Alte loslassen können. Unser heutiges Fazit. Nächster Halt, Veränderung. Der lange, ruhige Fluss des Lebens ist leider ein Mythos. Leider, wenn die Zeiten gut sind, Gott sei Dank, wenn sie sich von ihrer weniger glamourösen Seite zeigen. Im Grunde müssen wir mit dem Wandel leben lernen, denn ein Leben ohne ihn ist nicht vorgesehen. Je früher wir das Beste hoffen und zeitgleich mit dem Schlimmsten rechnen, desto eher erreichen wir Souveränität und ein gewisses Maß an Resistenz gegen das Unausweichliche. Am besten nehmen wir das Leben, wie es kommt. Ein anderes gibt es nicht. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.